Hallo zusammen, ich bin hier am Open Air Frauenfeld und wundere mich ein bisschen, dass es hier so leer ist. Die meisten haben wahrscheinlich einfach eine Karte und sind im Zelt. Und ich bin aber von der einzigen vorhandenen Wasserpistole abgespritzt worden. Los geht's. Ich bin das erste Mal an einem Open Air, also bin quasi Open Air Jungfrau. Was ist das Schlimmste, was ich machen kann? Was du jetzt machen kannst? Ja, also das Schlimmste, was ich machen könnte. Und ich vermeiden sollte. Ja, kein Weed dabei haben, ist ziemlich scheiße. Das heisst, wir haben die Jungfrau uns hier gerade gegenseitig. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man einfach nicht abgeht. Also, okay. Das Wichtige ist einfach, dass man mitmacht. Ohne Sonnencreme führen, ohne Wasser führen, du kollabierst da, Bruder. Ja. Weißt du, mal eine Abkühlung mit okay. Ein bisschen. Ja, ja. Ich habe ein Zündhölzchen angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Ich habe nur Feuerwehr vom Zündhölzchen. Nee. Ja! Was ist denn für dich wichtiger an einem Open Air? Die Musik oder der Alkohol? Ja, es muss so die perfekte Mischung sein. Okay. Also das heisst, der Open Air ohne Musik, aber mit viel Alkohol, das würde sich schon kompensieren lassen? Also am Tag Musik, und Nacht dann Alkohol. Aha, okay. Ja, und wenn schlafen? Was ist schlafen? Siehe da, okay. Würdet ihr abgesehen vom Frauenfeld auch sonst mal in Thurgau gehen, freiwillig? Ja, nur wegen dem geilen Dialekt schon. Dialekt ist schön, aber das Land ist schön. Okay. Also dort. Ich meine, die Zürcher sind ja nicht arrogant, die ganzen Vorurteile. Wir sind nett, wir sind wirklich nett, ja. Wir lieben euch Zürcher. Alle sind einfach eifersüchtig. Ja, sie sind nicht arrogant, die Zürcher. Also du würdest auch Thurgau hier haben? Ja, solange sie reden. Ich bin am Meada. Rauf mit der E.O.M. Hat er eine Knarre? Ja, hast du gerade Birano gesehen? Da? Nein, ich habe nicht gesehen. Schade. Also du nicht. Nein, eine Nachricht, dass ich. Ja. Denn ich habe meine eigene Regeln. Du musst das Mic nicht heben und mit mir nicht reden. Meine Kamerafrau hat mir gesagt, dass die Leute hier am Open Air keinen Spass verstehen. Stimmt das? Nein, voll nicht. Kannst du uns einen Witz erzählen? Du hast recht gehabt. Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. Nein, es tut mir leid, was im Boden liegt, nimmt man nicht auf. Den Witz habe ich schon in der Primarschule gehört. Der Papst hat das Besteck Sport bestellt. Okay, Sachen gibt's. Frauenfeld, das reimt sich ja auf Frauenheld. Könntest du uns mal ein bisschen von dir erzählen? Manchmal läuft es mehr, manchmal läuft es weniger. Es sind einfach viel zu viele möchtegern Frauenhelden da. Also angemacht wird man ziemlich oft. Und dann hast du ja. Sex gehabt mit ihr oder wie ist es weitergegangen? Das ist zu privat, sorry. Natürlich, Annika, Mann. Hallo! So privat! Was ist denn deine Nachricht an die restlichen Thurgauer, die jetzt so ein bisschen misstrauisch an das Frauenfeld Open Air schauen, aber nicht reinkommen? Selber schuld. Es ist der Hammer. Ihr habt etwas Krasses verpasst. Es ist nächstes Jahr einfach dabei sein. Einfach dabei sein. Und also mehr kann ich gar nicht sagen. Wenn Aisha und Anouk das sagen, dann ist es so. Wer das Open Air Frauenfeld nicht ehrt, ist das Konzert nicht wert. Oh. Grosse Poesie!